so besessen von der Idee, sterben zu müssen, dann soll er eben sterben. Also gut. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Lust auf die Gesellschaft dieses kriminellen Subjekts. Wie kommen Sie da drauf? Ich lasse die Finger von Ihrem Sohn und Sie von meinem Mann. Wieso? Du wolltest es doch nicht, aber Vera hat sich darüber gefreut im Gegensatz zu dir. Ja, dann geh doch zu ihr. Hör mit ihr diese ollen Kamellen und tanz mit ihr. Weißt du, was du bist? Du... Ja, was? Was bin ich? Sag's. In ihrem Herzen wird er weiterleben, Frau Sambichler, aber ihr Mann hat für immer seine Augen geschlossen. Ich bin doch nicht tot, oder? Die Leichenbestatter werden bald da sein. Und morgen schon wird er verbrannt. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Verbrennen? Ich bin doch gar nicht tot. Frau Sambichler, ich glaube, Ihr Mann ist gerade wieder auferstanden. Auferstanden? Ich lebe doch. Ja, du lebst. Ja, aber was? Alfons, irgendwie mussten wir dir doch klar machen, dass du dich nicht einfach aufgeben darfst. Dafür ist doch das Leben viel zu schön. Ja, ihr spinnt's doch. Ihr könnt's doch sowas nicht mit mir machen. Herr Sambichler, es ist sehr gut möglich, dass Ihr Befund tatsächlich mit dem von Frau Pachmeier vertauscht wurde. Alfons, wenn du Krebs hast, dann müssen wir uns damit abfinden. Aber wenn nicht... Dürfen Sie sich und Ihrer Frau nicht durch eine Fehldiagnose das ganze Leben kaputt machen lassen. Ich habe tatsächlich geglaubt, es ist alles vorbei. Sagt mir, ihr zwei, was soll denn jetzt der Streit? Wegen eines Grammophons? Darum geht's doch gar nicht. Es geht ums Prinzip. Man kann nicht etwas verschenken, was man vorher jemand anderem geschenkt hat. Du mochtest das Ding doch überhaupt nicht. Das ist doch jetzt nicht die Frage. Ach nee. Soll dieses verdammte Grammophon vielleicht bei uns da oben auf dem Dachboden verstauben, während Vera ihre Freude daran gehabt hätte? Mann, das ist doch verrückt. Ach, ich bin verrückt, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Ich höre immer nur Vera, Vera, Vera. Wenn du auf mich mal genauso viel Rücksicht nehmen würdest, dann wäre ich wirklich glücklich. Das tue ich. Das tust du nicht. Okay, jetzt beruhigt euch mal. Wir sind hierher gekommen, um mit euch zu feiern. Das sollte doch ein Fest werden. An mir liegt's nicht. Liegt's vielleicht an mir? Ich will auch keinen Streit. Ich auch nicht. Aber ich kann doch tun und lassen, was ich will. Du bist doch immer auf den Schlips getreten. Ach, jetzt bin ich wieder schuld, weil ich so empfindlich bin. Dabei, du benimmst dich hier wie der Elefant im Porzellanladen. Sag mal, was soll denn das jetzt? Lässt du sie einfach so gehen? Ich glaube, ich schaue mal besser nach ihr. Habe ich dir zu viel zugemutet? Ich muss das nur erst... verdammt. Lässt mich einen Moment allein. Kuchen?
Ich glaube, die beiden kommen nicht mehr zurück. Es geht mich ja nichts an, aber es ist wirklich nur wegen dieses Geschenk an Frau Bothe oder steckt da noch was anderes dahinter? Willst du darüber reden? Angefangen hat alles mit der Hochzeit. Elisabeth bestimmt über alles und ich darf nichts dazu sagen. Also hat sie dich ziemlich überfahren mit diesen Hochzeitsvorbereitungen, ja? Ich glaube, daran muss man sich einfach gewöhnen, wenn man mit den Saalfest zu tun hat. Das liegt bei denen in den Genen. Ja, die haben mich schlechter behandelt als euch alle zusammen. Aber mit Elisabeth ist bisher alles gut gegangen. Und jetzt? Sie sagt immer, wie alles gemacht wird und ich mache immer alles falsch. Sie ist so hart geworden in letzter Zeit, so als ob sie einen Panzer um sich rum hätte. Und das alles wegen den Hochzeitsvorbereitungen. Vera hat sich in mich verliebt. Elisabeth weiß das? Ja, dann hat sie wahrscheinlich Angst, dass du die Gefühle von Frau Bothe erwiderst. Nein, da ist nichts zwischen Vera und mir und da wird auch niemals was sein. Ganz sicher? Ja, so sicher wie das Amen in der Kirche. Das siehst du doch jeden Tag. Ja, schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch mal mit solchen Augen sehe. Das alles, das ist doch einfach himmlisch. Das ist der Himmel auf Erden. Vielleicht ist es auch der richtige Himmel. Ja, und wir haben nur eine falsche Vorstellung. Du, ich glaube, da hat jeder eine andere. Oder der liebe Gott schickt jeden in seinen persönlichen Himmel. Und meiner ist es mit dir, durch diese wunderbare Natur zu spazieren. Alfons, weißt du, warum du das kannst? Weil du lebst. Ja, noch. Ach, ich bin fest überzeugt, dass sie die Befunde vertauscht haben. Hildegard, ich fahre jetzt dann gleich ins Krankenhaus und die soll mich sofort untersuchen und dann wissen wir es wenigstens. Ja, ich kann auch verstehen, dass du Angst hast. Aber es zeigt doch auch, dass du wieder Freude am Leben hast und das macht mich froh. Das habe ich nur dir zu verdanken. Nimmst du uns unsere kleine Schocktherapie nicht mehr übel? Was? Anders war ich mir ja anscheinend nicht zu helfen. Komm. Aber Mama, das kann doch nicht sein, dass er so kurz vor der Hochzeit mit einer anderen Frau flirtet. Er flirtet nicht mit ihr. Du meinst, da läuft nichts? Ich glaube, Veras Gefühle sind einseitig. Das ist nicht das Problem. Sondern? Johann hat ständig das Gefühl, dass er von mir bevormundet wird. Aber ich habe nun mal klare Vorstellungen, wie unsere Hochzeit und die Flitterwochen aussehen sollen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ihr könnt doch darüber reden, ihr müsst doch nicht gleich streiten. Normalerweise nicht. Aber bei unserer Vorgeschichte, es geht immer noch darum, was vor deiner Geburt passiert ist. Ach so, du meinst, weil dein Vater ihn nicht akzeptiert hat? Tja, Johann ist ein stolzer Mann. Er hat sich nie damit abgefunden, dass er weggejagt wurde. Und jetzt erinnert ihn deine Entschlossenheit an deinen Vater. Ja, nach dem Motto, Saalfeld bleibt Saalfeld. Er kommt einfach nicht damit klar, eine Frau zu lieben, deren Familie ihn gedemütigt hat. Also, aber eigentlich warst doch du die Leidtragende. Du musstest ins Kloster, du musstest mich weggeben. Ich fürchte, das sieht Johann anders. Was passiert jetzt? Was ich auch tue. Johann hat immer das Gefühl, er ist nicht gut genug für mich. Und ich weiß nicht, ob ich das ein Leben lang aushalte. Komm her. Gut, dass Sie noch kommen. Ich muss nämlich heute noch raus. Und ich wollte Sie ja nicht in Ihrer Wohnung behelligen.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie der Sohn, so die Mutter. Immer voller Einsatz. Ach, Jonas auch? Ja, er ist wirklich ein sehr talentierter Reiter. Er nimmt sogar schon kleine Hindernisse. Wenn ich nicht aufpasse, dann hängt er mich bald ab. Sie waren mit ihm reiten? Haben Sie was dagegen? Nein. Na, was ist es dann? Ah, ich verstehe. Sie haben endlich Ihre Scheu vor großen Tieren abgelegt und wollen mitkommen. Kein Problem. Nein, also es ist wirklich sehr, sehr lieb von Ihnen, dass Sie sich so um Jonas kümmern, aber... Ja, was aber? Also je weniger Sie mit Jonas und mir zu tun haben, desto besser. Ist was passiert? Hat es etwa mit meiner Frau zu tun? Elisabeth und Felix haben beide die gleiche sinnlose Angst. Elisabeth vor Vera und Felix vor Robert. Aber da ist nichts mehr zwischen Robert und mir. Und zwischen Johann und Frau Obote war nie was. Das glaube ich, Johann. Dass ich mal so viel gemeinsam mit Johann haben würde. Ich glaube, wir können tun, was wir wollen. Sie glauben uns eh nicht. Servieren Sie den Gästen so lange frische Drinks, bis die Zimmer fertig sind. Geht in Ordnung, Herr Tarasch. Danke. Hey, Felix. Wie geht's deiner Mutter? Geht so. Ist schlimm, wenn die eigenen Eltern streiten. Ich kann Johann nicht verstehen. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass er was mit Frau Bote hat, oder? Woher weißt du davon? Ja, von Johann, also dass Elisabeth das glaubt. Sie meint, da ist nichts. Oder vielleicht will sie das auch nur so sehen. Johann sagt auch, dass da nichts läuft. Und was glaubst du? Ich glaube ihm. Trotzdem, er hätte überhaupt gar nicht erst die Zweifel aufkommen lassen dürfen. Du weißt doch, wie sowas ist. Ja, allerdings. Das ist nicht gerade angenehm. Ausland und Champagner. Natürlich sofort, dachten Sie übermorgen. Ah, gibt's was zu feiern? Ja. Uns und unsere Liebe. Tut mir leid, ich habe noch einen wichtigen Termin. Gibt's irgendwas Wichtigeres in deinem Leben als mich? Ich weiß. Manchmal der Fürstenhof, aber komm schnell zurück, du sollst es nicht bereuen. Ich habe nicht zu arbeiten. Ich habe Frau Dammann und ihrem Sohn einen Ausflug versprochen. Du hast doch wohl nichts dagegen. Natürlich nicht. Du weißt doch, wie sehr ich an diesem Jungen hänge. Was soll denn diese Schmierenkomödie? Der Junge interessiert dich doch nicht im Geringsten. Dich doch auch nicht. Du willst die Mutter. Ach, deine verdammte Eifersucht ist unerträglich. Habe ich etwa keinen Grund? Wenn du Frau Dammer noch einmal drohst, dann bekommst du es mit mir zu tun. Verstanden? Deine Fischplatte, die kannst du alleine essen. Weißt du, das Ganze ist 30 Jahre her. Und Mutter war die Hauptleidtragende. Sie musste mich weggeben und ins Kloster gehen. Das ist doch überhaupt kein Grund, Johann ständig vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ja, das stört ihn. Weißt du was? Ich glaube, alle Saalfelds sind da gleich. Und ich glaube, er ist da überempfindlich. Mutter meint es nämlich nur gut. Es gehören trotzdem zum Streiten immer zwei. Auch wenn sie ihn ab und zu überfährt. Das ist noch lange kein Grund, mit Frau Obote zu flirten. Aber Felix, das tut er doch gar nicht. So, und jetzt verteidigst du ihn schon wieder. Ja, weil er recht hat. Ihr seid total überempfindlich, du und deine Mutter. Weißt du, was ich glaube? Vater und du, ihr seid Seelenverwandte. Lass das bitte. Zwei Angebote und freie Auswahl. Über kurz oder lang kommen wir immer an diesen Punkt an. Ich finde das echt zum Kotzen. Hallo. Hallo. Und, was sagt unser Sohn? Er ist der gleichen Ansicht wie ich. Na, gratuliere. Das hat er ja schon zwei. Er sagt, du hättest Vera das Grammophon nicht schenken dürfen. Was soll er auch anderes sagen, wenn du ihm die Sache so schilderst? Es geht nicht darum, wer ihm die Sache schildert, sondern was Sache ist. Du hast einen Fehler gemacht, wenn du es wenigstens zugeben würdest. Elisabeth,
Hier geht's doch nicht um dieses Grammophon, sondern um deine blödsinnige Eifersucht. Nein, es geht um deinen übertriebenen Stolz. Du kannst es nicht ertragen, wenn ich etwas besser kann oder weiß als du. Kommst du gleich mit der alten Leier, die Saalfelds kommandieren nämlich rum. Das stimmt ja auch. Das sagt Miriam auch. Sie sagt, das liegt bei euch in den Genen. Was, du hast mit Miriam über unseren Streit gesprochen? Ja, warum denn nicht? Du hast ja auch mit Felix gesprochen. Ja, Felix ist unser Sohn. Miriam ist eine Außenstehende. Miriam ist immerhin unsere Schwiegertochter. Trotzdem. Außerdem tut es gut, mal mit jemandem zu reden, der einen versteht. Ich habe das nämlich schon lange nicht mehr erlebt. Bergmeister hat recht gehabt. Also doch der Krebs. Und du hast recht gehabt und der Pachmeier hat recht gehabt. Wie recht? Ich bin gesund. Ich habe nur eine Gastritis und mit ein bisschen Schonkost ist das bald wieder vorbei. Alfons. Ach, das ist schön, Gott sei Dank. Ich hab's doch gewusst, dass du mir noch erhalten bleibst. Was ist denn der Bauch? Oh Gott. Danke. Entschuldige. Kein Problem. Jetzt ist gar nichts mehr ein Problem. So. Ein Bier, bitte. Gerne. Ha, mein Herr Sohn, da kann ich mir jetzt gleich auf eine Gardinenpredigt gefasst machen. Überhaupt nicht. Ich möchte nur, dass du den Streit endlich aus der Welt schaffst. Ja, das wird schon wieder. Glaubst du, das geht spurlos an mir vorbei, wenn es Mutter nicht gut geht? Ach, jetzt bin ich an allem schuld. Ja, irgendwie schon. Bitte. Danke. Natürlich nicht allein. Mein Gott, wenn Elisabeth endlich diese blödsinnige Eifersucht ablegen würde, dann wären wir auch einen Schritt weiter. Ihr wärt schon längst einen Schritt weiter, wenn du nicht mal denken würdest, dass sie dich rumkommandiert. Saalfeld ist ja mal eine Art zu kommandieren. Das bringt mich einfach auf die Palme. Ja, aber das ist ja nicht erst seit heute so. Warum grübelst du immer über ihre Fehler nach? Geh zu ihr, sag ihr, dass du sie liebst. Das versuche ich doch. Ich versuche immer lieb und nett zu ihr zu sein. Aber sie ist immer beleidigt. Vielleicht meinst du es nicht mehr so wie früher. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Soll ich es dir buchstabieren? Felix, da ist nichts und da wird auch nie etwas sein. Warum kapiert das denn keiner? Vater, pass auf. Bitte. Ich glaube, du merkst überhaupt nicht, wie knapp ihr beiden vor einer Trennung steht. Herr Pachmeier. Ah, das schaffe ich. Jetzt sagen Sie mal, wollten Sie nicht wegfahren? Demnächst, Herr Pachmeier, demnächst. Schauen Sie, den habe ich geschossen beim Schützenfest. Eigentlich wollte ich eine Rose schießen, aber habe 50 Mal daneben geschossen. Und der ist daneben gehängt. Seit ich 60 bin, triff ich nicht mehr so gut. Meinst du, der gefällt einer Frau, oder? Herr Pachmeier, Sie sind mein Retter. Was bin ich? Ja. Der Herrgott hat mir schon den richtigen Fingerzeig gegeben. Ich habe ihn nur falsch gedeutet. Aha. Sie sind mein Retter. Aber nicht als mein Nachfolger bei der Hildegard, sondern weil Sie das mit den falschen Befunden rausgefunden haben. Ach, was, das ist auch gesund. Ja. Hey, Sommichler, das freut mich vielleicht. Ja, und heute in der Früh? Das hat überhaupt nicht gestimmt. Ich war gar nicht beim Arzt. Ich habe mir gedacht, das bringt eh nichts. Sie ist aber vielleicht der Hund, ja. Und die Hildegard? Die
müssen Sie sich jetzt leider ein für alle Mal aus dem Kopf schlagen. Ja, wie ich es gesagt habe, erst sagen Sie, ich soll dran gehen, und nachher jagen Sie mich mit der Mistgabe vom Aber Hof. Dafür können Sie jetzt klagen und kriegen einen Schadenersatz. Okay, das interessiert mich auch nicht mehr. Was nutzt mir das Geld, wenn ich einsam bin? Ja, Sie haben doch Ihren Hasen. Ach so. Na, echte Frau ist mir doch lieber. Die Hasen sind auch nicht mehr das, was wir waren. Dann machen Sie es so wie ich. Bitten Sie den da oben um Rat. Ja? Na, schauen Sie, er hat sich schon erhört. Schenken Sie doch den Hasen der Dame, die freut sich bestimmt. Der da? Ja? Da! Für ihn. Geschenkt. Danke. Ja, bitteschön. Der nur. Der wird mich doch nicht wirklich versetzen. Bitte, können Sie noch mal nachschauen? Verstehe, der Flug ist schon überbucht. Und übermorgen? Auch nicht. Okay, danke. Wiederhören. Es tut mir leid, ich krieg einfach keinen früheren Flug. Mist. Ist was passiert? Ich habe vorhin zufällig mitbekommen, wie Felix Johann gewarnt hat, dass Elisabeth sich vielleicht von ihm trennen wird. Wieso? Nein, das hat nichts mit mir zu tun, wirklich nicht. Obwohl du in Johann verliebt bist und jeder das weiß? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Diese Liebe ist einseitig, das weiß auch jeder. Ob Elisabeth das weiß, ist eine andere Frage. Es ist doch kein Wunder, dass sie sich Sorgen macht, wenn so eine schöne Frau wie du sich in ihren Mann verliebt. Schmeichlerin. Das meine ich ernst. Danke, aber selbst wenn ich bei Johann eine Chance hätte, würde ich mich nicht an ihn ranmachen. Solange die Beziehung funktioniert, ja. Und was ist, wenn sie in Gefahr ist? Halte ich mich selbstverständlich auch raus. Versteh doch, allein die Tatsache, dass du überhaupt noch da bist, macht alles nur noch schwerer. Glaub mir, ich fliege zurück, sobald ich kann. Und mir der Abschied von dir furchtbar schwer fällt. Noch wach? Du weißt doch, ich kann nicht schlafen. Ja, wenn du weiß, wenn ich nicht da bin. Wo warst du? Ich habe mit Felix ein Papierchen getrunken. Ja, das riecht man. Hat gut getan, mit ihm zu reden. So. Ja. Und er hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass ich dich liebe, dass du mein Leben bist, mein Ein und Alles und das schon immer. Und Elisabeth, dir geht das doch ganz genauso. Sieh dir doch an der Nasenspitze an. Du bist betrunken. Was hat denn das damit zu tun, dass ich dich liebe? Und wie soll ich dir da glauben? Besoffene und Kinder sagen immer die Wahrheit. Nein, der Alkohol macht dich sentimental und deshalb bist du so anhänglich. Mit Bierchen oder ohne Bierchen. Ich liebe dich. Und? Ich vergebe dir. Was? Ja,
ganz schön sauer auf dich, aber Schwamm drüber ist jetzt vorbei. Was? Du vergibst mir? Mhm. Und wenn du mir mal... Sag mal, das ist doch wohl das Allerletzte. Du gibst mir Grund zur Eifersucht, spielst die beleidigte Leberwurst, betrinkst dich und hast dann auch noch die Frechheit, mir zu vergeben. Ja. So, weißt du was? Du schläfst hier auf dem Sofa und wir reden morgen weiter, wenn du wieder nüchtern bist. So, bitteschön. Oh, das ist aber viel. Wir teilen, dann geht es schneller. Wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Frau Dammann? Ist alles in Ordnung? Ja, wieso? Naja, Frau Dammann war ja nicht sehr begeistert, als ich Sie hier zur Seite gestellt habe. Wir hatten anfangs unsere Schwierigkeiten. Jeder musste erst seinen Bereich finden, aber jetzt sind eigentlich alle Probleme aus der Welt geschafft. Dachte ich mir doch. Sie beide sind ja so unterschiedlich. Dass wir uns wieder gut ergänzen. Genau. Gibt's auch Post für mich? Bis jetzt noch nicht. Hast du mal was von Robert gehört? Nee, nichts. Aber ich? Was schreibt er denn? Wo ist er überhaupt? In einem Kloster. Wo? Im Kloster. Vielleicht ein guter Ort, um rauszufinden, was aus seinem Leben wird. Wie geht's ihm denn? Keine Ahnung. Er schreibt nur, ich soll alle grüßen. Mich auch? Miriam, hier steht alle. Er wird dir bald schreiben. Guten Morgen. Morgen. Ich habe uns Semmeln mitgebracht. Ja, Samia, sag mal, hast du irgendwo die Kopfschmerztabletten gesehen? Nein. Wieso? Was ist passiert? Was soll denn passiert sein? Hat Elisabeth... Eins von den Bierchen war schlecht. Was? Du hast dich betrunken? Sag mal, fängst du jetzt auch schon an mir rumzunörgeln? Mir reicht eine Frau, die das tut. Jetzt koch mal lieber Kaffee, komm. Und dein Herz? Möchtest du nicht lieber Tee? Ach, Tee hilft nicht gegen meinen Kater. Da brauchst du was Stärkeres. Aber... Ja, das sind sie ja. Zwei hiervon, ein Kaffee, die frische Luft und nicht wieder der Alte. Na, hoffentlich. Und für mein ach so schwaches Herz muss ich den Kaffee nicht so stark machen. Ich habe gestern lange mit Mama gesprochen. Wir wollen beide nicht, dass du dich mit Elisabeth streitest. Wer sagt denn, dass ich mich mit Elisabeth streite? Entschuldige. Ich habe gestern zufällig mitbekommen, wie Felix dich gewarnt hat. Dass Elisabeth... sich von mir trennen will? Mama hat auch schon versucht, einen früheren Flug zu bekommen, aber es ist alles voll. Samia, Elisabeth wird sich nicht von mir trennen. Und wenn, hat das nichts mit Vera zu tun. Du hast recht. Deine Mutter kann Herrn Gruber erst dann wieder vertrauen, wenn Frau Obote weg ist. Also Miriam glaubt, Elisabeth übertreibt mit ihrer Eifersucht. Hey, Samias Mutter ist attraktiv, da ist es ganz natürlich, dass deine Mutter Angst hat. Miriam versteht es aber nicht. Habt ihr euch deswegen etwa gestritten? Ja, irgendwie schon. Miriam unterstützt Vater. Weißt du, und ich glaube, dass er Schuld an dem Ganzen hat, weil er sich nicht entscheiden kann, genauso wie Miriam. Aber Miriam hat sich entschieden, und zwar für dich und gegen Robert. Ja, genau. Und dann mal wieder so und dann so und dann wieder so. Und ich bin der Leidtragende. Ich war der Leidtragende. Hast du ihr das so gesagt? Ja, ziemlich genau so. Sie war sauer. Wenn ich mir Miriam so ansehe, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich recht? Womit? Womit habe ich recht? Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, dir davon zu erzählen, aber vielleicht ist es besser. Robert hat eine Karte geschrieben. Eine Karte an Miriam? Eben nicht, nur an das Personal. Ja, und? Er hat sie nicht einmal grüßen lassen. Miriam hat geschaut, man konnte ihre Enttäuschung an der Nasenspitze ansehen. Vielleicht hat sie ihre Entscheidung doch noch nicht endgültig getroffen.
Wenn Sie viel im Wald unterwegs sind, Herr Finnberg, dann sollten Sie sich wegen der Zecken schon impfen lassen. Ja, dann kommen Sie doch einfach die nächsten Tage vorbei. Genau. Gut. Bis denn, ja. Dankeschön. Wiederhören. Herr Sambichler? Sie waren schon im Krankenhaus. Ja. Und der Befund hat sich bestätigt. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich sag dir schon, so eine Verwechslung passiert sehr, sehr selten. Aber sie kommt vor, Herr Doktor! Bitte? Ich bin gesund! Diese Schmerzen, diese ganzen furchtbaren Beschwerden, das ist alles nur eine harmlose Gastritis, die Sie in den Griff kriegen werden. Haben Sie mir gerade einen Schrecken eingejagt, als Sie reingekommen sind? Das ist nur eine kleine Retourkutsche für den Schock, den Sie mir mit meiner Aufbahrung verpasst haben. Der aber sein musste, sonst würden Sie jetzt noch glauben, dass Sie sterben müssen. Ja, Sie haben recht. Danke, Herr Doktor. Vielen, vielen Dank für alles, was Sie in den vergangenen Wochen für mich getan haben. Ach ja, da war ja nicht alles eine Meisterleistung davon. Ich meine, schließlich bin ich für den ganzen Ärger mitverantwortlich. Sie? Wieso? Ja, ich habe immerhin das Labor beauftragt. Wollen Sie die Leute verklagen? Ich habe mein Leben wieder. Ich bin so glücklich. Ich muss niemand mit einer Klage behelligen. Da haben Sie recht. Habe ich im Ernst erwartet, dass Robert mir schreibt? Ausgerechnet mir? Zwischen uns ist nun wirklich alles gesagt. Ich werde dich niemals vergessen, Miriam. Niemals. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Oder auch nicht. Es ist auch gut so, nachdem ich mich endgültig für Felix entschieden habe. Es ist wirklich das Beste, wenn er mich vergisst. Und ich ihn. Vera? Johann? Vielleicht ist es besser, wenn man uns nicht mehr zusammen sieht? Aber ist doch lächerlich. Sollten wir jetzt nicht mehr miteinander reden, nur weil Elisabeth eifersüchtig ist? Ich will nicht noch mehr kaputt machen. Ihr habt es meinetwegen schon schwer genug. Und? Wie geht's dir? Es tut mir leid. Ach, du kannst nichts dafür. Und es ist ja nicht nur deinetwegen. Sondern? Samia. Ich weiß nicht, ob und wann ich sie wiedersehe. Auch wenn sie jetzt einen deutschen Pass hat. Nach Uganda würde ich an ihrer Stelle jetzt nicht fahren. Und ob ich so schnell wieder nach Deutschland komme. Du wirst Samia bestimmt bald wiedersehen. Ich wünsche es mir sehr. Aber manche Träume gehen eben nicht in Erfüllung. Und Samia? Ach, die bedrückt es noch viel mehr. Ich versuche sie zu trösten, aber... Entschuldige. Mir graut vor dem Moment, wo ich am Flughafen stehe. Und weiß, dass ich meine Tochter vielleicht für lange Zeit zum letzten Mal im Arm halte. Ist das sicher? Sie sind gesund? Ja. Also, zumindest habe ich keinen Krebs. Ich habe eine Gastritis, aber mir geht's gut. Das ist großartig, Herr Sonnenbichler. Echt. Also, Xaver, danke für alles, was Sie in der letzten Zeit für mich getan haben. Obwohl Sie als Geliebte eine absolute Fehlbesetzung waren. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber manchmal reicht das halt nicht. Aber dafür waren Sie der beste Vertraute, den man sich in so einer Situation wünschen kann. Ja, ich hätte gern noch mehr für Sie getan, wenn ich nur gewusst hätte, was. Das weiß ich. Und drum noch mal ein ganz dickes Dankeschön. Ja, und also Sie bleiben uns dann jetzt erhalten, oder? Ja, das tue ich. Aber den Urlaub mit meiner Hildegard mache ich natürlich trotzdem. Den haben Sie sich auch verdient. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag, den der Herrgott mir schenkt, zu genießen. Und wann soll es losgehen? Ja, sofort. Je schneller die Hildegard und ich auf dem Motorrad sitzen, umso besser. Dies hier muss in die Buchhaltung. Alfons, was machen Sie hier? Ich denke, Sie sind krank. Ja, das bin ich auch.
Mir geht's hundsmiserabel, Herr Direktor. Aber ich musste ja den Herrn Steinle einweisen. Einweisen? Ja, ich habe ihn zu meinem Stellvertreter ernannt. Also erstens bestimmt das nicht Sie und zweitens haben wir dafür Max. Ja, das ist schon richtig. Aber ich finde, der Herr Steinle hat eine Gelegenheit verdient, zu beweisen, was er kann. Ja, dann. Also gut. Da kann ich nur hoffen, Xaver, Sie enttäuschen das Vertrauen von Herrn Sonnenbichler nicht. Nein, niemals, Herr Direktor. Sagen Sie, Alfons, ist es unbedingt notwendig, dass Ihre Frau Sie pflegt? Wir brauchen Sie dringend in der Küche. Unbedingt, Herr Direktor. Ja, der Herr Sonnenbichler wäre auch eben fast zusammengebrochen. Ich denke, der Sepp kriegt das hin in der Küche, oder? Aber wenn es Ihnen wieder besser geht, dann schicken Sie sie sofort her. Selbstverständlich. Ja, dann gute Besserung. Danke, Herr Direktor. Ich schwing mich sofort ins Bett. Wohl eher aufs Motorrad, ne? Oder so. Ja, danke, Herr Sonnenbichler. Ich wusste gar nicht, dass Sie so ein guter Lügner sind. Ja, dann behalten Sie es auch für sich. Sonst ist mein guter Ruf beim Teufel. Also, servus, Xaver. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Lust auf die Gesellschaft dieses kriminellen Subjekts. Wie kommen Sie da drauf? Ich lasse die Finger von Ihrem Sohn und Sie von meinem Mann. Andernfalls gibt's für Sie ein böses Erwachen. Ich denke, wir haben uns verstanden. Hey, Mama. Hey, Schatz. Kannst du mir 15 Euro leihen? Wieso? Brauche ich deinen Vorschuss nicht? Ich habe Sonderausgaben. Na gut. Brauchst noch ein bisschen mehr? Ja, gerne. Dann kann ich einen größeren Strauß kaufen. Für Silke? Mm-mm. Für Tante Hildegard. Doch nicht für mich etwa, oder? Für die Heidenberg, stimmt's? Mama, sie gibt mir Reitstunden, hat mir die neuen Stiefel gekauft. Ich will ihr eine Freude machen. Jonas, ich weiß, dass ich dir den Umgang mit ihr nicht verbieten kann. Aber glaub mir, die Frau ist gefährlich. Ja, okay, sie hat mich mal angezeigt, aber das ist lange her. Trotzdem. Sie ist total nett. Ich mag sie und sie mag mich. Das glaubst du. Du bist nur neidisch, weil ich so gut mit ihr auskomme und wir zwei uns immer streiten. Weißt du, was sie gesagt hat? Dass du eine Rabenmutter bist? Dass du ein kriminelles Subjekt bist. Du lügst. Warum sollte ich? Jonas! Meine Liebe, wenn Ihnen nicht bald klar wird, wo Sie hier arbeiten... Seitdem wir uns. Seitdem ich Ihr Chef bin. Wenn Ihnen nicht bald klar wird, wo Sie hier arbeiten, dann dürfen Sie sich bald einen neuen Job suchen, ja? Sie müssen einfach die Bügel in den Schränken besser kontrollieren. Wieso? Sind doch genug da. Ja, aber die hängen da kreuz und quer wie in der letzten Absteige. Die müssen rechtsbündig in Reihe und Glied da hängen, so wie es sich für ein 5-Sterne-Hotel gehört. So. Und jetzt zurück an die Arbeit, bitte. Ich bin mir sicher, in Zukunft machen Sie das besser, ja? Ja, Xaver. Herr Steinle. Ach so, und bringen Sie mir bitte so Pasteten aus der Küche als Lunch verpackt, ja? Na, Chef? Alles gut bei dir? Tanja, ich finde, auch du solltest mich siezen, so wie die anderen Kollegen. Spinnst du jetzt? Das werde ich nicht tun. Es sei denn, ich darf zu Hause dann zu dir sagen, Herr Steinle, bitte bringen Sie den Müll herunter. Ja. Weil du es bist. Und? Hat der Sonnenbichler sich schon gemeldet? Dem geht's prächtig. Heißt es? Der ist kerngesund. Danke, lieber Gott, bin ich froh. Ja, ich auch. Der hatte nur so eine Magenschleimhaut-Dingsbumster. Wie die sie bei der Frau Pachmeier diagnostiziert hatten. Echt jetzt? Mhm. Aha. Ja, diese Idioten im Labor haben die Befunde vertauscht. Nee, Moment, die Geschichte habe ich dir doch erzählt, dass ich das in der Zeitung gelesen habe. Genau. Nee, wie abgefahren. Hallo Jonas. So fleißig, gut, gut, gut. Was ist denn los? Bist du sauer? Ach so, du würdest lieber ausreiten, statt auszumisten, hm? Naja, also wenn du deine Arbeit nachher gut machst, dann habe ich nichts dagegen. Wollen Sie wirklich mit einem kriminellen Subjekt wie mir ausreiten? Ja,
Wer sagt denn sowas Böses über dich? Sie. Oder wollen Sie behaupten, dass meine Mutter lügt? Stimmt doch auch. Du bist kriminell. Du hast mir mal meine Tasche geklaut. Ich dachte, wir sind quitt. Du bist wirklich naiv. Ich verzichte darauf, mit Ihnen auszureiten. Und Ihre Stiefel können Sie sich sonst wohin stecken. Na schön. Ist doch gut, wenn man Plan B in der Tasche hat. Freiwillig rauchen. Jedes muss auch noch mit. Hildegard, hast Angst, dass wir unterwegs verhungern? Wir können uns doch überall was kaufen. Also du bist doch immer der Erste, der gleich schreit und sofort was haben will. Ja, hast auch wieder recht. Ja, so wie immer halt. So. Also in diesem Ding, du, da kann ich mich überhaupt nicht bewegen. Ich fühle mich wie eine Astronautin. Dieses Ding soll dich bei einem Unfall vor Verletzungen schützen, Hildegard. Was denn für ein Unfall? Du hast doch gesagt, du fährst vorsichtig. Ja, worauf du dich verlassen kannst. Denkst du, ich setz mein Leben aufs Spiel jetzt, wo ich es gerade wieder geschenkt gekriegt habe? Nein. Und vor allen Dingen deins nicht, das von meiner geliebten Rockerbraut. Wer ist denn das? Wer da kommt? Ja, wir kommen ja gerade noch rechtzeitig, gell? Eine Arbeit krank machen und hier die Düse machen. Das geht so nicht, Herr Sonnenmichler. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Ich bin so froh, dass es Ihnen wieder gut geht. Wir haben auch extra was mitgebracht, damit Sie unterwegs nicht vom Fleisch fallen. Oh, ist das aber nett. Danke. Was soll man denn das noch hintun? Ja, es findet sich schon eine Ecke irgendwo. Ja, gerade für das da, das habe ich extra aus der Küche organisiert. Der Job als Chefportier ist gar nicht so schlecht. Der bietet ungeahnte Möglichkeiten. Xaver, Xaver. Ich sag's Ihnen, wenn Sie mich enttäuschen, ich zieh Ihnen die Ohren so lang. Oh, das hört sich so schön an, der alte Sonnenbichler ist wieder da. Hast du alt gesagt? Ich fühl mich so jung und so lebendig wie schon lang nicht mehr. Von wegen alt. Ja. Frau Sonnenbichler, ich weiß genau, wie wild eine Fahrt mit Ihrem Mann sein kann auf dem Motorrad. Hallo, mein Schatz. Ah, Elisabeth, du kommst genau richtig. Oh, du hast für mich gekocht? Oh, das ist aber lieb. Ja, soll dir auch schmecken. Und deshalb habe ich gleich was Richtiges beim Metzger geholt. Hauptsache, du hast an mich gedacht. Mh, lecker. Und Blumen. Du tust alles, um mich zu versöhnen. Natürlich. Elisabeth, ich muss was mit dir besprechen. Ja? Es geht um Samir. Genauer gesagt, es geht um Vera, um Samir. Und was ist mit denen? Also die beiden würden gerne zusammenbleiben, aber Vera will weg wegen uns. Das ist für alle das Beste. Also für Vera und Samir ist das nicht das Beste. Woher weißt du das alles so genau? Hast du dich wieder mit Vera getroffen? Nein, ich habe sie nur zufällig heute im Park getroffen und da hat sie furchtbar geweint. Weil sie weiß, dass sie Samir für lange Zeit nicht mehr sehen wird. Ja, das tut mir auch leid, aber was sollen wir tun? Ist es denn unbedingt notwendig, dass sie fährt? Du willst, dass sie bleibt? Wenn wir ihr sagen, dass es uns nichts ausmacht und wenn wir sie darum bitten, dann überlegt sie sich das vielleicht noch mal.
fleißig, fleißig. Ach, eher faul. Ja, das Genie schafft auch in der Ruhe. Ich bin aber kein Genie. Also für mich schon. Wegen gestern. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich aber auch. Es tut mir leid. Mir auch. Ich kann das ja verstehen. Es ist nicht leicht für dich, dass deine Eltern sich so streiten. Ich glaube, es geht viel weniger um meine Eltern als um unsere Situation. Lass das bitte. Robert ist weg. Und ich liebe dich, Felix, nur dich. Tust du das wirklich? Ja. Weißt du, Victoria hat mir gesagt, dass du enttäuscht warst, weil Robert dich nicht gegrüßt hat. Und? Wir sind Freunde. Da hätte ich mich gefreut, wenn er an mich gedacht hätte. Robert kann sein, wo er will. Und trotzdem ist er immer da. Ja, entschuldige bitte, dass ich ein Hirn habe und dass ich mich an Sachen erinnern kann, okay? Ich habe nur das Gefühl, dass diese Erinnerungen unsere Beziehung erdrücken. Das ist Blödsinn. Liebst du mich noch oder bist du nur noch mit mir zusammen, weil wir verheiratet sind? Ach komm, Elisabeth, sei doch endlich vernünftig. Du kannst doch nicht ernsthaft von mir verlangen, dass ich Vera bitte zu bleiben. Wir müssen beide hingehen, du und ich, damit sie uns glaubt. Wie kommst du denn auf diese Schnapsidee? Samia ist auch vollkommen verzweifelt. Immerhin ist sie meine Tochter, zumindest vorm Gesetz. Vera ist eine Gefahr für unsere Liebe. Das weiß sie und deswegen will sie gehen. Gefahr? Das ist doch völliger Blödsinn. Niemand will dich betrügen. Sie nicht und ich auch nicht. Wann kapierst du das endlich mal? Und wann kapierst du endlich, dass du dich zwischen mir und Vera entscheiden musst? Ich habe mich doch schon lange entschieden. Und zwar für dich. Lange bevor ich Vera kennengelernt habe. Ja, dann kann es ja kein Problem sein, dass sie geht. Ich habe auch kein Problem. Vera und Samia haben ein Problem. Nein, es ist auch ein Problem zwischen uns. Du verlangst von mir, dass ich Vera wegschicke, nur um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe? Wenn du mich so fragst, ja. Das heißt also, du verlangst von mir einen Beweis für meine Liebe. Elisabeth, so geht das nicht. Entweder du vertraust mir oder wir können es gleich bleiben lassen. Hier eine Reservierung für die Fürstensuite. Ab morgen Helga Benninger, der neue Golf-Champion. Jonas hat übrigens eine ganz wilde Theorie, dass ihm jemand die Schuld zuschieben wollte. Ach, und dieser jemand bin nicht zufällig ich. Da stehst du doch drüber. Ich bin die nächste schöne Dame. Die wollen noch mehr vor. Die schicke ich Ihnen sofort in die Fürstensuite. Ist doch Ehrensache, Herr Pappmeier. Ja. Gut. Hallo. Aha. Haben Sie eine schon freigeil, frisch gemacht. Was wollen Sie? Wie kommen Sie denn hier überhaupt rein? Das ist mein Zimmer. Und Schweigen ist Gold, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Stimmt.